Hallo meine Freunde und willkommen zurück bei, ich habe das Mikrofon angemacht, jawohl, bei Bioshock. Warum checke ich eigentlich jedes Mal, ob ich das Mikrofon angemacht habe? So, die Maus muss ich auch mal wieder kurz, die DPI mal wieder ein bisschen runterstellen. So, die letzte Aufnahme schon ein klein wenig her, das war ja eine kleine verranzte Aufnahme, wenn es nach mir geht. Ich hoffe, dass diesmal alles besser läuft. Und auch... Warte mal, was du sagst hier. Das wird nicht funktionieren. Wo bist du? Nee, 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 nee. Ja, das wird heute auch nur eine ganz, ganz kleine Aufnahme. So viel Zeit habe ich nämlich nicht mitgebracht, aber ich habe keine Folgen mehr. Und deswegen muss ich jetzt ein bisschen was aufnehmen. So. Einmal schnell ein bisschen plündern hier. Kennt er ja hoch. Und was sollen wir denn eigentlich hier oben? So wie es aussieht, gar nichts. Ja, dann wollen wir doch einfach mal dem Pfeil folgen. Gucken, was es hier so Tolles zu tun gibt. Lalalala. So, hier lang. Hier rüber. Ach doch, ich weiß wieder, wir waren die Etage hier am Auseinandernehmen. Ich kann mich wieder erinnern, hier ist irgendwo ein Big Daddy, aber der kann uns ja egal bleiben. Au. Halt doch der Maul, dich kann eh keiner leiden. So. Hab ich's gesagt. Da hab ich's jetzt gesagt. Hab ich gedacht, da wäre einer. So, die Medipacks, die können wir gut gebrauchen. Toilette nicht so. Wobei, lohnt sich das da hinzugehen? Schauen wir mal. Vielleicht liegt da ja ein Tonband. Für ein Tonband würde es sich das lohnen. Boah, heute hab ich's aber. So, hier liegt aber kein Tonband. Klasse. So, hier können wir rüber hüpfen. Und was können wir hier tun? Außer wahrscheinlich ein paar Splicer erledigen. Bandagen mitnehmen. Und was noch? Oh. Alkohol trinken, was ich gar nicht wollte. Das ist doch ein Schacht hier. Nein, es ist halt kein Schacht. Ich sehe nix. Das will ich nicht. Sieh sich einer dieses Loch an. Nichts. Hallo? Übrig, mach's mal hier nicht so eine Unordnung. Ich bin zählbar. Bist du noch ganz sauber, Kollege? Das gehört sich so nicht. Schau dir mein Zuhause an. Verwüstet von Fontaine und seinen Schweinen. Die Proben von Charge Nummer 192 haben sie garantiert in sein Penthouse gebracht. Der Eingang ist in der Lobby, aber er ist immer abgesperrt. Es ist schwer zu glauben, aber früher einmal war hier alles so wunderschön. Ja, jetzt aber nicht mehr. Oh wei, oh wei, oh wei. Für was hältst du mich? Für einen minder bemittelten Idioten? Wir haben den Stall der Gänsemutter sofort durchsucht, als sie auf die Idee kam, ein Gewissen zu entwickeln. Ihr wirst es nicht finden, Kleiner. Außer vielleicht ihre Erinnerung. Und glaub mir, die willst du gar nicht kennen. Das weißt du doch nicht. Mann, Mann, Mann. Der Big Daddy ist da vor der Tür. Aber hier gibt's bestimmt was zu holen. Bestimmt. Da habe ich doch gesagt. Ein Safe, den wir hacken können. Haben wir überhaupt noch einen Auto-Hacker? Ne, haben wir schon lange nicht mehr. Und Geld haben wir auch nicht genug. Dann lassen wir das mal. So, Zigaretten. Ne, ungesund. Ungesund. Na, bist du bekloppt oder was?
Ja, für dich vielleicht. Du Sado, das sag ich jetzt nicht. Huch. Hallo, mein Freund. Little Sisters haben wir ja schon alle, deswegen, hier waren wir schon drin. Da waren wir schon drin, ich weiß es. Wo müssen wir denn hin? Pfeil, verarsch mich nicht. Oh. Hello. Auf dem Boden, ja, aber du. Keine Kraftworte in meinem Let's Play. Das verbitte ich mir. So. Code einge... Wie war der Code? Wie war der Code? Steht das hier eventuell? 192? Nein, das sind nee, das sind nicht wir. Wir haben all die Jahre geglaubt. Das ist ja ein richtiges kleines Monster. Nein, nein, nein. Ryans Fleisch und Blut. Nein. Ich sehe dich wirklich. Nein. Nein. Mir gefällt. Nein. 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 Hä? Adam hat alle Eigenschaften des. Wo ist der Code? Ist das. Ist das dein? Ach, das war das mit dem Hund. Oh, nee. Wo ist denn dieser blöde Code? Ryan hat Fontaine Futuristics verstaatlicht. Der Laden gehört jetzt ihm. Vom Keller bis zum Dach. Hinweise. Es sei zum Wohle der Stadt, sagt er. Er wird den Laden irgendwann auflösen, sagt er. Ich bin aus dem Rat ausgetreten und habe ein Protestschreiben hinterlassen, aber das bringt sowieso nichts. Es wird Krieg geben, sage ich. Es sei denn, irgendjemand hält Ryan auf. Und zwar schnell. Halt die Klappe. Wie war dieser verdammte Code? Das gibt's doch nicht. Dann werde ich das jetzt mal ganz kurz nachgucken. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe den Code rausgefunden. 5744. Hallo. Wollen wir das nochmal schnell eingeben? 5744. Jawollo. Funktioniert. Perfekto. Damit. Aber du bist nicht wütend. Es heißt doch, wenn man ein Leben rettet, rettet man die ganze Welt. Ich stelle den Kindern hier ein Obdach zur Verfügung. Aber du bist ihr wahrer Retter. Trotzdem gibt es noch immer viel zu tun. Da oben ist eine Kamera. Hab ich direkt gesehen. Nee. What the? Ey, chillt euch mal, Jungs. Und Mädels. Sieht uns die Kamera, wenn wir hier stehen? Ich hoffe nicht. Das hab ich mir verdient. Doch, tut sie. Verdammt. Au, au. Shit. Mann. Jetzt mach ich die Schnauze aber voll. Wenn wir Munition hätten, dann würde ich euch aber hier, das glaubt ihr gar nicht. Die Kamera ist schon wieder angesprungen.
Mann! Was für eine Geburt. Oh. So, ionischer Schrot. Damit sollten wir das Geschütz da wegkriegen. Das ist schon weg. Hier ist auch hundertprozentig noch eins. Schnauze. Huh. Also das war jetzt nicht schlecht und so. Hier war aber auch ein Vita-Chamber, toll. So, hier können wir uns mal eben schnell ein paar Medikits wiederholen. Zack, 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 zack. Her damit. Welche Waffe benutzen wir denn? Wir haben für gar nichts wirklich viel Munition. Das ist natürlich schlecht. Es ist äußerst schlecht. So, hier gibt es aber auch nichts. Dann mal auf zum Bären. Ah ja. Bist ein bisschen krank im Kopf, wa? Fontaine. Ist auch ein ekelhafter Name, ne? Fontaine. Wie dieser Tonjunge. So, da sollen wir hin. Das heißt, wir gehen erstmal hier gucken. La la la. What? Wo? Wo? Da hinten, da hinten, da hinten. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Sekunde. Au, au, au. Bam, 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 bam. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Los, 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 los. Na, 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 na. Na, verdammt. Das läuft ja wieder alles super hier. Wie am Schnürchen. So. Haben wir genug Geld, um dich zu hacken? Natürlich nicht. Wie sollte es auch anders sein? Ja, was bringt uns das jetzt hier? Gar nichts. Ja, toll, jetzt kommen wir nach hier. Ganz großes Kino. Super. Da unten war aber noch ein Tonband. Das hören wir uns mal schnell an. Diese armen Trottel. Sie kommen nach Rapture und denken, sie würden hier unten wer weiß was werden. Dabei vergessen sie alle, dass auch jemand die Klos putzen muss. Wie leicht ich es mit ihnen habe. Ich gebe ihnen eine Bleibe und einen Teller Suppe und sie geben mir dafür ihr Leben. Wozu brauche ich eine Armee, wenn ich doch Fontaines Armenhäuser habe? Telefon, ich hasse dich. Oh, Glasbausteine. Geil. So, hier kommen doch jetzt wieder Unmengen an Gegnern. Da wett ich ja drauf. Oder auch nicht. Gar nichts? Wofür gibt es den Raum hier, wenn es hier nichts gibt? Wie sind los? Da ist doch eine... Nee. Ich habe gedacht, da wäre eine Eve-Spritze. Ja, dann halt nicht. Hua! So wird's gemacht. So, erstmal den Tisch. Da haben wir nichts Besonderes. Aber die Elektrohaut Nummer 2. Packen wir uns mal drauf. Und die Probe.